Informieren Sie sich beim Peter, der erzählte gerne alles, was Sie darüber wissen müssen. Ja, yeah, so Peter just is coming back. He has a stand in one of the tents and he's going to tell you all you need to know about the model. It's just amazing. Many thanks to Peter Adolfs with his Opus. Ja, zweite Modell, was jetzt gestartet ist, eine BAE Rock von RC. Jetzt muss ich mal schauen, wir haben hier einen wahnsinnigen Slot. RC Aero Passion. So, um da jetzt nochmal drauf einzugehen, wir haben hier ein Slot Blue Spazio Jets Collection, GB Jets Models, GBR Jet, Romania Jets, Peter Adolfs Modellbau, den haben wir gerade gesehen. Und wie gesagt, jetzt in der Luft RC Aero Passion. Also eine Passion kenne ich irgendwie aus irgendwelchen Festspielen, wo Gekreuzigte mit dabei sind, ne? Yeah, BAE Hawk from T Aero Passion, and it's a wingspan of 270 with an impressive length of 349, and the weight of just 24 kilograms, well, actually 24.2 kilograms. And as far as I could see on the slow flyby, which was very nice, the details are really quite good on the model, all the rivets and panels there. Now sure, it's very, very slow flown. The flaps are down. It looks like they have the scale flaps, which extend beyond the normal leading edge on special hinges. The paint is quite good. Yeah, Josef, die Detaillierung sieht also sehr, sehr gut aus an der Maschine mit Panels und eingefallenen Beplankungsstößen. Dann haben wir gesehen, die Landeklappen waren ausgefahren. Die hängen ja bei der Hawk an Spezialscharnieren, sodass der Landeklappenflügel selbst aus der Tragfläche nach hinten rausfährt und die Tragflächen, den Tragflächeninhalt vergrößert. Jetzt schön in einem tiefen Rückenflug, ist schon beeindruckend. Ja, was mich beeindruckt hat, ist nach den vielen Hawks in den letzten Jahren, was man so gesehen hat, es kommt immer noch wieder eine Hawk dabei, die etwas anders ist. Ne? Wie diese jetzt zum Beispiel, die Maßstab 1 zu 3,5, 24,2 Kilo wiegt dieses Modell. Und ja, schauen Sie an, informieren Sie sich am Stand für Turbinen geeignet bis ca. 20 Kilo Schub, das Modell. Ja, als nächstes kommt die Firma Grumania Jets an den Start und die führen hier ihren Eurofighter vor. Ein schönes, handliches Modell des Eurofighters, aber besser ist eigentlich noch die Information über unseren Piloten. Das ist nämlich der Moritz Gärtner. Jetzt lassen wir erstmal starten. Ja, Moritz ist eigentlich mittlerweile schon einer der älteren Hasen hier im Feld. Sein Vater ist ja bekannt, der Heiko Gärtner. Der ist auf Airshows immer mit so einer bunten MiG 29 unterwegs. Jetzt vor ein paar Wochen in Leutkirch. Hat eine gute Platzierung in der 13,5 Kilo Klasse erflogen bei der Weltmeisterschaft. Und der Heiko lässt hier seinen Sohn fliegen, den Moritz. Und der Moritz ist mal eben, obwohl er alter Hase ist, erst mal 14 Jahre alt. Er ist also schon bei etlichen Veranstaltungen geflogen. Ja, und das Modell gibt es bei der Firma Romania zu kaufen. Tolles Modell. Und hier sieht man, der Apfel fällt nicht weit vom Birnenbaum. Ne? Über den Heiko daneben stehen haben, der hat ganz locker die Hände hinterm Rücken. Der weiß, der Junge macht alles richtig. Yeah, the Hawk extended the landing gear and coming in for a very, very nice slow approach. While one of our youngest pilots here on the Jet Power, he's the son of the world champion competitor Heiko Gärtner. Moritz Gärtner, just 14 years old, is flying an Eurofighter. Now the Hawk in a very nice approach here. Yeah, now Moritz, with his 14 years, is doing a nice display on the Eurofighter of Grumania Jets. And that's a fairly nice side. It's a 1x8 scale, 140 wingspan, 2 meters length. And this aircraft will be around 9 to 10 kilos when you have it ready to fly. Ja, ein wunderschönes Modell, Spannweite 1,40, 2 Meter lang,